Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, der Guido. Und ich treibe mich heute in Österreich rum. Man sieht's an den geilen Häusern hinter mir. Sowas kann man in Deutschland nicht bauen. Nur in Österreich. Echt geil. Und ich befinde mich kurz vor Bregenz. Und es geht schon wieder bergauf. Hört ihr ja meine Stimme. Heftig. Und heute wollte ich doch mal ein bisschen höher hinaus zum Geocachen mit euch. Wetter ist natürlich wieder super, super, super. Wir haben Freitag, Wochenende. Und da dachte ich mir, ich mache mal ein paar Meter. Und wir haben Blick auf den Bodensee. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon seht, aber da unten ist der Bodensee, so geil. Hier gibt es eine Runde mit ein paar Caches. Cachemobil musste ich unten packen. Okay, dann geht's los. Ich melde mich wieder, wenn ich was Geiles sehe oder ich in der Nähe vom Cache bin. Bis gleich, ciao. Vor lauter Laufen und Laufen sind wir doch fast vorbeigelaufen am Cache. Zum Glück habe ich noch mal schnell reingeschaut. Also wir sind jetzt Halden Trail 2. Ich glaube, eins hatte ich schon mal gefunden. Und wir sind 4 Meter weg. Hinweis ist auch immer dumm. Spoiler, siehe Dropbox Link in der Listing. Das finde ich immer doof. Warum macht man nicht gleich ein Bild rein? Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es irgendwas mit dem Zaun zu tun hatte. Aber nichts zu finden. Oh, Auto kommt. Ich muss mal kurz zur Seite gehen. Es ist doch sehr schmal. Nur Anwohner dürfen hier hoch. Es ist wirklich sehr schmal. Die sind schon alle sehr locker. Aber der Zaun ist schon runter und die sind doch alle so auf 8:30 bloß drauf gesteckt, als ob da schon zig Leute gesucht haben. Ich geh mal weiter runter, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, weil da oben waren 2 Meter. Aber zur Sicherheit, man weiß ja nie, die Meterzahlen stimmen nicht immer. Hey, das ist der letzte, wo ich nachschaue. Nee. Nee, 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 nee. Mist. Ich glaube, der ist weg. Ich hätte gedacht, dass irgendwo hier ein Faden drum war. Aber hier ist natürlich alles voll Stacheln. Okay, nein, da schreibe ich. Cash ist gemuggelt worden, ist nicht da. Nee, wir halten uns auch nicht lange auf. Weiter geht's, leider nicht. Nicht gefunden, schreibe ich rein. Vielleicht weg. Okay, weiter geht's, bergauf. In diese Richtung. Immer hoch. Bis gleich. Denkmal Rotbuche am Rombergstein. Steht auch hinter mir. Schaut mal, dieser mächtige freistehende Baum in diesem Bereich dürfte 200 bis 300 Jahre alt sein. In dieser Gegend wurden am Ende des 30-jährigen Kriegs Schanzanlagen gegen die Schweden errichtet. Rotbuchen von solcher Mächtigkeit sind eher selten. Der Baum hat einen Stammumfang von rund 3 Meter und ist etwa 30 Meter hoch.
Heftig, dass der noch steht. Sonst im Krieg haben sie alles gefällt, nur um Wehranlagen zu bauen, den Schweden es schwer zu machen. Also Pfänder, 1¾ Stunden. Naja, ich hoffe mal, dass wir nicht so weit gehen. Der Cache ist nicht weit weg. Trail Nummer 3, halten Trail. 23 Meter. Ich hoffe nicht, dass der da oben ist. Ich gucke mal, wo ein Weg hier lang führt. 10 Meter. Da ist eine Bank. Eine Bank hört sich ziemlich gut an. Gehen wir mal zur Bank. Ja, ich bin da in der Nähe. Okay. Hier irgendwo muss er sein. Ich glaube, ich muss mal meine Brille abmachen. Weil im Schatten ist es doch ganz schön dunkel. Schaut mal. Eine schöne Bank zum Ausruhen. Hier runter und schauen. Und so. Ja, hier haben sie halt auch ein paar Bäume gefällt. Ja? Okay, ich setze mich auf die Bank und lese erstmal im App. Ich schließe nochmals App und dann lasse ich mich nochmal hinführen. Okay, bis gleich. Ich habe jetzt nochmal alles durchgelesen. Ja, jetzt sind echt viele Muggels unterwegs, viele Wanderer, die wollen alle hoch zum Pfänder. Und es hieß, setz dich hin. Ich habe alles nachgeschaut. Es ist schon wirklich sehr warm. Auf dem Spoilerbild, ich habe mal nachgeschaut, ist natürlich die Seite mit dem Stamm, mit den Pilzen zu sehen und die Seite, alles durchsucht. Aber jetzt schauen wir mal die andere Seite. Boah, schaut mal, ich habe unseren ersten Cache heute. Man sucht immer auf der verkehrten Seite und dass der Cache noch da ist, wenn der da oben hängt, das wundert mich echt, echt, wirklich, wirklich, wirklich. Ich stelle euch mal ab. Setze mich zum Einlocken. Und wir schauen mal rein in den zugeklebten Pettling. Ja, so weit rollen wir gar nicht auf. Wir stempeln einfach ganz unten. Ich sag's euch, die Suppe läuft mir runter. Datum habe ich noch nicht geändert, noch keine Zeit, habe ich jetzt gemacht. So. Schaut, jeden Millimeter ausnutzen vom Platz her. Und jetzt wieder verstecken. Ich werde ihn vielleicht ein bisschen weiter unten verstecken, nicht da oben. Da sieht ihn echt jeder. Okay, folgt mir. Okay, gut versteckt, so gut es geht.
Ich hätte ihn doch lieber in irgendeiner Holzwurzel versteckt, als hier an der Bank. Hier setzen sich doch viele hin. Aber so soll es sein. Gefunden ist gefunden. Weiter geht's. Bis gleich. Ciao. So, ersten Cache gefunden. Jetzt geht weiter. Wir müssen jetzt wieder 300 Meter in die Richtung. Immer weiter hoch. Hier fiel am 4. Januar 1647 Thomas Romberg, der tapfere Anführer der Dornbirner bei der Verteidigung der Bregenzer Klause gegen die Schweden unter Frangl. Schwedenweg. Ah, okay, hier gibt es noch mehr so Orte. Schanzenreste der Pfänderstraße. Und da haben sie gekämpft. Die Schlacht um Bregenz beginnt. Schaut mal. Sehr interessant. Aber wir müssen irgendwo da hoch. Weiter geht's. Ich nehme euch natürlich mit. Zum Glück liegt das hier ein bisschen im Schatten. Wenn das hier alles in der Sonne wäre, ich würde hier lang rauchen. Gib dich zum Cache der Seegucker. Aber hier ist irgendwie alles. Hier war schon lange keiner mehr. Ich muss natürlich versuchen, dahin zu kommen. Ich hoffe, es lohnt sich dafür, dahin zu gehen. Okay. Schaut euch diesen Blick an. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt und ein bisschen ins App geschaut und ein bisschen Fotos angeschaut. Hier haben sie sich abgeseilt. Hier runter. Oder hier runter, wo der Baum runterkam. Schaut mal, hier muss irgendwie ein Weg gewesen sein. Da unten ist auch noch eine Metallplatte. Aber hier hat es einen Baum runtergeschlagen. Hier auch voll in den Weg rein. Und hier vorne muss irgendwie so ein Ausguck gewesen sein. Aber puh, das ist mir dann doch zu heikel, mein Leben für einen Cache zu riskieren. Nein, nein, das machen wir nicht. Genieße ein bisschen die Aussicht auf dem Bodensee. Es sind so viele Boote unterwegs. Der Wahnsinn. Ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr Boote. Ich glaube, die Leute haben Geld und geben ihr Geld aus für Luxus. Schaut euch an, wie viel 100 Boote auf dem Bodensee sind. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt immer mehr Reiche und immer mehr Arme. Habe ich das Gefühl. Also ist der Wahnsinn. So viele Boote habe ich noch nie gesehen. Also da hinter Lindau ist ja noch schlimmer. Das ist ja Wahnsinn. Also ihr müsst mal hier runterkommen am Bodensee. Bei schönem Wetter, wenn die Sonne scheint. Der Wahnsinn. Also verrückt. Okay, Ausblick genossen. Und jetzt wieder auf sicheren Wege. Ab auf den Weg. Ist mir doch ein bisschen zu heikel. Ich gucke noch mal ein bisschen ringsherum, ob sie den Cache nicht irgendwo hingelegt haben, wo ein bisschen sicher ist. Aber nee, nichts zu sehen. Also dann zurück auf den Weg. Okay, okay. Ich probiere mein Glück.
hier wäre ich auch schon wieder fast vorbeigelaufen, weil den Einstieg, den siehst du echt kaum. Nur mit dem Geocache-App wusste ich, ich muss in die Richtung laufen, aber leider nichts gefunden. Ich muss reinschreiben, zu gefährlich, abgesperrt alles. Soll man lieber nicht hingehen und sein Leben riskieren für einen Cache. Nicht, dass da der Hang runterkommt. Also in letzter Zeit zu häufig vorgekommen, dass hier Hänge abgerutscht sind. Nur weil es ein bisschen geregnet hat. Was heißt hier ein bisschen? Es hat extrem geregnet, immer wieder. Aber früher hat es doch auch geregnet, oder? Und jetzt, batsch, die Hänge kommen runter reihenweise. Die Schweiz hat es auch erwischt. Der Wahnsinn, schon wieder. Überflutete Ortschaften und Autos mitgerissen. Und eine Bekannte aus Luzern, die Alex, schönen Gruß, die hat gesagt, also ich glaube vorgestern war es gewesen, so ein Gewitter hat sie noch nie erlebt. Sie wohnt schon echt viele, viele Jahre in der Schweiz, aber sie hat gesagt, so ein Gewitter noch nie erlebt, hat sie gesagt. So heftig, hat sie gesagt. Wahnsinn. Okay, wo sind wir hier? Hier lebte der Komponist und Texter und Sänger Franz Winkler. Okay. Und die Steintafel ist für den gedacht als Gedenktafel. Okay, also weiter geht's. Ciao. Geht immer weiter bergauf. Ach, der Ausblick war genial. Okay, wir müssen noch 200 Meter bergauf und der Cache heißt: Begib dich nach Action Cache Nummer 1 Warm-up. Was immer das auch heißt. Überall so Schneisen reingemacht für den Regen und da neu ausgegraben, damit das Wasser auch abfließen kann. Nicht, dass das den ganzen Weg hier runterkommt, wenn es mal regnet. Also ist schon gut steinig und gut wurzlig der Weg. Okay. Aber echt wunderschön, so leicht im Schatten. Schaut mal vor mir. Echt super schön und immer diesen Ausblick. So, jetzt bin ich beim Warm-up angekommen und das müsste genau hier sein. Schaut mal. Wie es da runter geht und hier kommt auch eine richtig kalte Luft hochgeblasen. Der Wahnsinn, wie kalt das ist. So ein richtiger kalter Wind. Oder ich schwitze und dann der Wind. Wahnsinn. Und natürlich stand da Schwierigkeit 1,5 und Gelände 5,0. Ich habe geschaut, hier seilen sich welche ab zum Cache. Scheiße, scheiße. Sind das denn nur so eine Caches, wo man sich abseilt? Ich dachte, wenn da steht Schwierigkeit 5,0 und Gelände auch hoch, dann ist das was mit Abseilen und hoch und, oder bin ich da falsch? Schreibt mal in die Kommentare, ob das Gelände für Abseilen gilt und die Schwierigkeit für die Höhe, damit man eine Angel mitbringt. Scheiße. Naja, ich laufe noch ein bisschen hoch, guck mir die Aussicht an und dann schaue ich mal, wo ich hingehe oder lang gehe. Dann oben gabelt sich der Wanderweg und dann schaue ich mal oben. Okay, also bis gleich.
So, erstmal mit zwei Omas, die mich vorhin überholt haben, unterhalten über Gott und die Welt. Wie schön die Welt ist, aber auch wie krank die Welt ist mit dem scheiß Krieg und so. Naja, wollen wir nicht erzählen. Schaut mal, wo ich schon wieder bin. An der nächsten Tafel. Burg Hohenbregenz, der heutigen Gebhardsberg. Reste der Burg Hohenbregenz an der Ostseite des heutigen Wallfahrtskirche. Nicht schlecht. Heldmanns Gedenkstein. Heldmann war der Führer der Feldkircher Miliz. Er fiel auf dem Hagen im Kampf gegen die Schweden. Ah, echt nicht schlecht. Voll schön, voll schön. Na gut. Ich filme noch ein bisschen hier oben. Und dann muss ich auch schon wieder runter. In die Richtung, weil hier oben kommt der Seibel. Das ist so ein Erlebnisgastronom. Da war ich auch schon ein paar Mal essen. Also wunderschön. Wenn ihr mal hier oben seid, Gasthof Seibel. Wahnsinn. Also ein Erlebnis vom Feinsten. Und die Aussicht, was man da hat auf dem Bodensee, ist echt krank geil. Also bis gleich. Jetzt hier oben rausgekommen. Schaut mal diesen Blick an hinter mir. Wahnsinn. Aber der nächste Cache, der würde irgendwo da oben sein und dann muss ich wieder runter. Boah, nein, mitten in der Sonne. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich habe gedacht, ich guck mal, wo ich herauskomme. Hier bin ich schon oft mit dem Auto lang gefahren, aber noch nie hoch gelaufen. Jetzt gucke ich mir kurz die Aussicht an und dann geht's los und guckt mal das Haus hinter mir. Das ist der Wahnsinn, das Haus. Ich glaube, das war mal eine Gaststätte und das hat jemand gekauft und umgebaut zu sein Herrenhaus. Das ist der Wahnsinn, das Haus. Und überall riesen Gitterstäbe und überall steht Alarm gesichert und Hunde und Wahnsinn, das Haus. Echt geil. Also, wenn ich hier mal vorbeifahre, sage ich immer, ich will das haben. Echt cool. Mit dem Turm und so. Wahnsinn. Echt schön. Ein riesen Anwesen. Und die haben natürlich vorne einen Blick direkt auf den Bodensee. Also die gucken ja vorne auf den Bodensee. Wahnsinn. Schaut mal. Sehr schön. Aber wir laufen mal langsam wieder runter. Weil Parkticket wird knapp. Ja, manchmal klappt es nicht so mit den Caches, aber der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Und ohne Cachen wäre ich nie hier hochgelaufen bei diesem schönen Tag und hätte diesen Ausblick, den Ausblick genossen. Und ein bisschen Energie tanken, Freunde, heißt es doch immer. Ich habe mein Bestes gegeben und jetzt geht's runter. Wenn ich noch was Geiles sehe, nehme ich euch natürlich mit. Naja, ich schau mal, was ich noch filme. Bis gleich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das kurze. Leider nur ein Cache, aber man steckt nicht drinne. Manchmal läuft es halt anders, als es kommt, oder? Oder es kommt anders, als es läuft? Ah, egal. Okay, naja, Hauptsache, der Weg ist das Ziel. Und ich war ein bisschen in den Bergen, war unterwegs. Ich habe 12.000 Schritte
10.000 geschafft, also 12.000 Schritte gemacht und ein paar Höhenmeter. Ich war echt oben und habe auf den Bodensee runterschauen können. Geil. Also lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Ihr helft mir ein bisschen dabei. Teilt das Video überall, wo ihr wollt. Lasst es auch euren Freunden und Verwandten angucken. Wenn die nur zu Hause sitzen, sollen sie doch ein bisschen Natur sehen. Und kommt mal ins Allgäu oder hier nach Bregenz. Ist echt super wunderschön. Also raus mit euch. Genießt das Wochenende. Bis nächste Woche, sagt euer Guido. Ciao.